Gotik in Österreich. Die Gotik bezeichnet eine Epoche der europäischen Architektur und Kunst des Mittelalters. In ihren verschiedenen nationalen Ausprägungen der Früh-, Hoch- und Spätgotik erstreckt sie sich zeitlich etwa von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis um 1500. Das Kloster Neuberg an der Mürz wurde 1327 von dem Habsburger Otto dem Fröhlichen aus Anlass der Geburt seines Sohnes Friedrich gegründet. Der Herzog schenkte dem Kloster viele Ländereien im oberen Mürztal und übertrug dem Abt des Klosters die niedere Gerichtsbarkeit über alle Güter. Das Stift war der Kern der Besiedlung des oberen Mürztales. Das Dekanat war von den Zisterziensern inkorporiert. Bis ins 19. Jahrhundert gehörten die Pfarreien Neuberg, Mürzzuschlag, Langenwang und Krieglach mit den Pflegstellen in Kapellen und Mürzsteg dazu. Musik. 1330 wurde der Bau an der ersten Kirche, der Bernhardi-Kapelle, begonnen. 1336 wurde als erster Sakralraum die heutige Sakristei eingeweiht. Der Kapitelsaal wurde 1344 von Bischof Konrad von Gurk konsekriert. In der Gruft wurde 1347 der Stifter Herzog Otto der Fröhliche beigesetzt. Eine Heuschreckenplage und Pestepidemie brachte etwa Mitte des 14. Jahrhunderts die Fertigstellung der Hallenkirche zum Erliegen. Im September 1379 wurde in dieser Kirche im Vertrag von Neuberg die Teilung der habsburgischen Länder zwischen Albrecht III. Und Leopold III. Vereinbart. Musik. 1396 wurde ein Großteil des Klosters Opfer eines verheerenden Brandes. Die Kirche, besser gesagt der bisherige Baufortschritt, blieb davon weitgehend verschont. Erst nach der Mitte des 15. Jahrhunderts, datiert mit 1471, konnte sie unter Kaiser Friedrich III. Fertiggestellt werden. Nach 1918 wurde die Republik Österreich Eigentümerin des Klosters. Ab dann führten die österreichischen Bundesforste hier ihre Gebietsverwaltung. Im Jahr 1996 wurde die Anlage für die Steirische Landesausstellung umfassend renoviert. Ende 2007 übergaben die Republik und die Bundesforste die Liegenschaften, das heißt das Stift und das ehemalige kaiserliche Jagdschloss, mit einigen Auflagen und Wünschen an die Aigner Immobiliengruppe. Der hölzerne Dachstuhl aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ist mit mehr als 1100 Kubikmetern Lärchenholz der größte und bedeutendste erhaltene Holzdachstuhl im gesamten deutschen Sprachraum. Schon ab der Steinzeit wurde das Murmürztal, wie einschlägige Funde beweisen, von Menschen besiedelt. In der Drachenhöhle bei Mixnitz wurde das Lager eines Höhlenbärenjägers sowie Schaber und Spitzen aus rohem Quarzschiefer aus der Altsteinzeit untersucht. In Bruck selbst wurde am Pischkberg ein Steinbeil aus der Jungsteinzeit gefunden. Nach 2000 vor Christus wurde durch Händler aus dem Süden die Bronzebearbeitung in den inneralpinen Tälern eingeführt, was dort einen raschen Aufschwung des metallverarbeitenden Handwerks mit sich brachte. Laut einer mittlerweile übermalten Inschrift aus dem Jahr 1272 wurde die Kirche von Ulrich IV., Graf von Pfannberg, als Eigenkirche erbaut und im selben Jahr geweiht. Unter dem Hochaltar wurde eine Grabliege für die Grafen von Pfannberg errichtet. Nach der Einheirat eines Grafen von Montfort in die Linie der Pfannberger
wurden diese Besitzer der Gruft. Wir wissen heute, dass die damalige Kirche, welche im gotischen Stil erbaut wurde, nur bis zu den Presbyteriumsstufen reichte. Wahrscheinlich hatten die Minoriten einen derart großen Zuspruch seitens der Bevölkerung, dass ein neues Kirchenschiff angebaut wurde. Es war der größte gotische Kirchenraum mit einer Flachdecke in Österreich. Erst im 17. Jahrhundert wurde ein Steingewölbe eingezogen und die Kirche barockisiert. Die Stadtpfarrkirche steht erhöht am Nordrand der Altstadt. Sie besteht aus einem ehemals romanischen Langhaus, das bei einem spätgotischen Umbau verändert wurde, hat einen gotischen Chor und einen Chorturm. Der erste Kirchenbau entstand im Zuge der Neuanlage der Stadt um 1272. Die Chorweihe war 1336 und 1498 wurde die Kirche zur Pfarrkirche erhoben. Die Kirche St. Ruprecht liegt von einem Friedhof umgeben, etwas erhöht am rechten Murufer außerhalb der Stadt. Eine nicht mehr vollständig zu entziffernde Steintafel neben dem Westportal nennt als angeblich erstes Weihedatum das Jahr 1063. Eine Behauptung, die von namhaften Kunsthistorikern jedoch angezweifelt wird. Pfarrkirche wird sie ab etwa 1195 bis 1545 genannt. Ursprünglich stand hier eine flachgedeckte romanische Kirche, die dem heutigen südlichen Langhaus mit angebautem Chorquadratturm entspricht. In den Jahren 1415 und 1416 wurde nördlich davon ein zweites Schiff angefügt, das mittels Durchbrechen der vormaligen Nordwand mit dem bestehenden Schiff verbunden wurde, abgeschlossen von einer 5/8-Apsis im Osten. Innen ist die Kirche zweischiffig und vierjochig. Pfeiler und Rippen des Kreuzrippengewölbes sind mit Fugenmalerei versehen. Die Schlusssteine sind jeweils skulptiert und bunt gestaltet. Die heute denkmalgeschützte Kapelle wurde anstelle einer 1422 errichteten Kapelle des Pestspitals am Südrand der Stadt errichtet. Sie wurde als Dank- und Mahnmal für überstandene Pest, Hunger und Kriegsplagen erbaut. Das Kloster wurde 1004 durch Adula von Leoben, nach wie vor als die selige Adula bezeichnet, obwohl sie nie selig gesprochen wurde, Gemahlin des Pfalzgrafen Aribus I. und ihren Sohn Aribo, später Erzbischof von Mainz, auf Aribonengut gegründet. Ab dann von der Rechtsabtei Nonnberg in Salzburg mit Benediktinerinnen besiedelt. Die erste Äbtissin war Kunigunde, die Schwester Erzbischof Aribos. Göß war die einzige Rechtsabtei im späteren Habsburgerreich. Stift Göß bildete über Jahrhunderte für den steirischen Adel ein Zentrum für die Erziehung und Versorgung seiner Töchter. Es wurden grundsätzlich nur Nonnen, die aus dem Adel stammten, aufgenommen. 1782 wurde das Kloster aufgelöst. In 1827 ersteigerte es die Vordernberger Ratmeisterkommunität, die in erster Linie am Forstbesitz interessiert war. 1860 gelangte es schließlich an den Grazer Bierbrauer Max Kober. Seitdem befindet sich hier die Brauerei Göß, der, abgesehen von der Kirche, dem Glocken- und Uhrturm sowie dem Pfarrhof, sämtliche ehemalige Stiftsgebäude gehören.
Bis heute zu besichtigen sind die alte Stiftskirche und die Michaelskapelle, die früher dem einzigen Leobner Bischof Alexander Franz Josef, Graf von Engel, als Privatkapelle diente. Sie ist ein romanischer Bau im Zackenstil und mit Wandmalereien, die das Hohelied Salomons darstellen, verziert. Ein weiteres Objekt im Besitz der Pfarre ist der sogenannte Josephinische Sarg. Ein Sarg, der wiederverwendet werden konnte, indem er nach unten hin aufklappbar war und so nur der in Leinen gewickelte Leichnam im Grab verblieb. Mit dieser Technik konnte man Holz sparen. Von der ehemaligen Pfarrkirche, der damaligen Andreaskirche, die in der Zeit von Kaiser Joseph II. Abgetragen wurde, steht heute nur noch der Glocken- und Uhrturm. Der heilige Andreas, der Schutzpatron der ehemaligen Pfarrkirche war, wurde ebenfalls der Patron der neuen Stiftskirche. Der 1869 gegründete Stadtverschönerungsverein hatte das Ziel, einen Naturpark nach Art eines englischen Gartens anzulegen, wobei das Interesse an seltenen, exotischen Bäumen im Vordergrund stand. Auf den einstigen Dämmen wurden Doppelalleen angelegt. Die ursprünglichen Gaslaternen wurden in den 1970er Jahren auf elektrischen Betrieb umgerüstet, wobei die alten gusseisernen Stelen erhalten werden konnten. Die Grazer Burg liegt im Osten der Altstadt von Graz, nahe dem Grazer Dom, und wurde ab 1438 durch Herzog Friedrich V., den späteren römisch-deutschen Kaiser Friedrich III., gebaut. Aufgrund des geringen Verteidigungswertes war die Burg über einen verdeckten Gang mit der Festung am Schlossberg verbunden. Die Stelle, auf der sich die heutige Lehkirche befindet, war einst Teil eines Gräberfeldes der Urnenfelderkultur aus dem 9. und 8. Jahrhundert vor Christus. Aus dem 6. Jahrhundert vor Christus stammt ein hallstattzeitliches Hügelgrab mit einem Durchmesser von etwa 20 Metern. Grabbeigaben wurden aufgrund von Plünderungen nicht mehr gefunden. Die Namensgebung Lech stammt vom Althochdeutsch Hleo, Hügelgrab, ab. Man kann daraus schließen, dass noch bis zum Ende des ersten Jahrtausends nach Christus das Wissen um die Funktion des Hügels erhalten geblieben ist, ohne von einer Nachnutzung überlagert worden zu sein. Eine Spur hinterlässt das Hügelgrab noch im aktuellen Kataster. Das Grundstück ist bis auf einige Kreisverkehre das einzig Runde in der Stadt Graz. Die Stützmauer aus geschlichteten großen Steinbrocken am Rande des Plateaus zeichnet gemeinsam mit der Kirche diese Grundgrenze bis heute nach. Der Dom gilt als eines der kunst- und kulturhistorisch bedeutendsten Bauwerke der Stadt Graz und des ganzen Bundeslandes Steiermark. Das im spätgotischen Stil gestaltete Bauwerk wurde im 15. Jahrhundert errichtet und im Jahr 1786, als Graz Bischofssitz wurde, in den Rang einer Domkirche erhoben. Der Sakralbau, ursprünglich als Kirchenkastell außerhalb der mittelalterlichen Stadtmauern vorgesehen, steht auf einem erhöhten Terrain zwischen Bürgergasse und Burggasse.
Der Dom bildet zusammen mit dem benachbarten kaiserlichen Mausoleum, der Burg und dem Schauspielhaus das Ensemble der Grazer Stadtkrone. Der Grazer Dom ist dem heiligen Ägidius geweiht und wird daher auch als Domkirche zum heiligen Ägidius bezeichnet. Eine erste, dem heiligen Ägidius geweihte Kirche befand sich zumindest seit dem 12. Jahrhundert an der Stelle des heutigen Doms. Eine urkundliche Erwähnung ist mit 1174 datiert, ein erster Pfarrer in Graz wurde 1181 genannt. Von dieser ersten Kirche ist jedoch nichts mehr erhalten. Von außen wirkt der Grazer Dom massig und schlicht. Einzig der im Vergleich zum Langhaus deutlich schmälere Chorbereich weist mit seinen Strebepfeilern und reichen Maßwerkverzierungen eine bewegte Wandstruktur auf. Ferdinand II. Betraute 1614 seinen aus Lodi bei Mailand in der Lombardei stammenden Hofkünstler Giovanni Pietro de Pommis mit der Konzeption und der Ausführung dieses monumentalen Grabbaus, der 1636 vollendet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten sowohl Innen- als auch Außenrestaurierungen und Maßnahmen zur Instandsetzung der Kuppelbedachung. Zwischen 1960 und 2010 diente die Anlage als Grabstätte der Bischöfe der Diözese Graz-Seckau, ehe diese wieder in den Grazer Dom verlegt wurde. Die erste Kirche an diesem Ort wurde im Jahr 1440 auf Anregung Kaiser Friedrichs III. Erbaut. Diese ehemalige Corporis Christi-Kapelle wurde ein Vierteljahrhundert nach ihrer Fertigstellung dem Dominikanerorden übergeben. Diese erweiterten ab 1478 die kleine dreijochige Kapelle um einen langgestreckten Chorraum, fertig wurde sie erst 1520. Da die damalige Stadtpfarrkirche St. Egid dem Jesuitenorden übergeben wurde und daher eine neue Pfarrkirche benötigt wurde, mussten die Dominikaner 1585 auf Befehl Erzherzog Karls II. Ihr Kloster zu diesem Zweck räumen. Die Ursprünge des Wallfahrtsortes lassen sich bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts zurückverfolgen. Eine Kapelle wird erstmals 1208 urkundlich erwähnt, während das Stift Rhein das Jahr 1158 als Gründungsjahr des Wallfahrtsortes annimmt. Die ursprüngliche Kapelle sowie das darin ausgestellte Marienbildnis wurden zu einem beliebten Wallfahrtsziel, sodass die alte Kapelle vermutlich bereits im 13. Jahrhundert durch einen größeren Steinbau ersetzt wurde. Das heutige Kirchengebäude wurde von 1346 bis 1355 errichtet. Die Jahrhunderte nach der Gründung waren gekennzeichnet von Streitigkeiten zwischen dem Stift Rhein, zu dem die Wallfahrtskirche gehörte, und dem Pfarrer von Gradwein, der zum Erzbistum Salzburg gehörte und in dessen Pfarrgebiet sich die Kirche befand. Diese Streitigkeiten wurden erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts durch einen Tausch beigelegt. So kam die Pfarre Gradwein in den Besitz des Stiftes. Im Zuge der josephinischen Reformen wurde die Kirche 1785 zu einer Lokalkaplanei, die bis 1788 Bestand hatte. Im selben Jahr wurde ebenfalls die Kirche entweiht, die Gnadenbilder nach Gradwein gebracht und es bestanden sogar Pläne für ihren Abriss. Durch den Widerstand der örtlichen Bevölkerung, die sich unter anderem direkt an den Kaiser wandte, wurde der drohende Abriss abgewendet und die Kirche zu einer Filiale der Pfarre Gradwein ernannt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in der Bevölkerung der Wunsch laut, dass die Kirche eine eigenständige Pfarrkirche werden sollte. Dies scheiterte allerdings am Widerstand des Stiftes Rhein, das ja Besitzer des Kirchengebäudes war und das dazu die Kirche in den Besitz der Diözese Graz-Seckau hätte übergeben müssen. Die dem Fest Mariä Geburt geweihte Pfarrkirche gehört zum Dekanat Knittelfeld in der Diözese Graz-Seckau. Die Kirche und der Friedhof stehen unter Denkmalschutz. Eine erste Kirche wurde vor 1075 von Hartnied, Vater des Adalram von Waldeck, des Stifters von Stift Seckau errichtet. 1140 wurde an diesem Ort ein Augustiner Chorherrnstift erbaut, welches aber der ruhigeren Lage wegen bereits 1142 nach Seckau verlegt wurde. ...1437 wurde mit dem Stiftpropst Andreas Enstaler und dem Baumeister Niklas Fellbacher aus Admont ein Neubau der Kirche begonnen, der kurz vor der Mitte des 15. Jahrhunderts vollendet war. ...1480 wurde die Kirche von den Türken geplündert und beschädigt und 1490 neu geweiht. Die vermutlich 1364 gestiftete Annakapelle ist heute als Sakristei erhalten. Die reich gestaltete Vorhalle der Sakristei wurde 1962 restauriert. Die Nord- und Westmauern und das Turmuntergeschoss sind ebenfalls von älteren Vorgängerbauten erhalten. Die Kirche steht in erhabener Lage und ist bis ins Murtal sichtbar. Sie ist von einem Friedhof mit Mauer umgeben. Die zweischiffige Hallenkirche mit reichen Baudetails ist ein bedeutender Kirchenbau aus der Zeit Friedrichs des Dritten. Der gesamte Bau zeigt Steinmetzzeichen. Das äußere Erscheinungsbild des nach Osten orientierten Kirchenbaus wird sehr wesentlich vom mächtigen, viergeschossigen romanischen Turm mit barocker Haube, Zwiebel und Laterne geprägt. Der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts als rechteckige Saalkirche mit Ostturm angelegte Bau wurde im 15. Jahrhundert im Osten durch Ergänzung eines Chors und einer Sakristei vergrößert. Den gotischen Stil dieser Erweiterung erkennt man gut an dem hochstrebenden Baukörper, den schmalen Spitzbogenfenstern und den Strebepfeilern am Chorschluss. Mitte des 17. Jahrhunderts erfolgte eine weitere bauliche Veränderung durch die Einwölbung des ursprünglich flachgedeckten Langhauses und die Errichtung eines Querschiffes in Form einer barocken Kapelle mit Halbkreisschluss. Die Kirche St. Nikolaus, auch Dominikanerkirche, nördlich des Stadtgrabens von Friesach ist mit 74 Metern Länge in dieser Beziehung die größte Kirche in Kärnten. Patron der Kirche ist der heilige Nikolaus. Im Jahr 1217 wurde in Friesach das älteste Dominikanerkloster des deutschen Sprachraumes gegründet. Nach 1255 übersiedelten die Dominikaner an den heutigen Standort. Der Bau des Langhauses wurde nach 1255 begonnen und 1268 vollendet. Der Bau des Langchors
erfolgte um 1270. Als Weihedaten der Kirche sind 1300 und 1320 überliefert. 1320 wurde die kapellenartige Sakristei angebaut. 1509 wurde am südlichen Seitenschiff die Dominikuskapelle als Stiftung des Balthasar Tannhausen errichtet. Von 1596 bis 1626 wurde die Kirche restauriert. Die ursprüngliche Balkendecke wurde 1690 von Lorenz Moser durch ein Kreuzgratgewölbe ersetzt. Die heutige Ausmalung mit Quadermotiv und Friesbändern sowie eine teilweise Neuausstattung, etwa mit dem neugotischen Hochaltar, erfolgte von 1884 bis 1895 nach einem Brand. Die Pfeilerbasilika mit mächtigem Zweiturmwestwerk wurde im 12. Jahrhundert errichtet und im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts um den Langchor erweitert. Die Dächer der im 17. Jahrhundert hochgeführten Seitenschiffe verdecken die Obergadenfenster des basilikal überhöhten Mittelschiffs. Die Mauern des Seitenschiffes werden in zwei Geschossen von Korbbogenfenstern durchbrochen. Der einschiffige, zweijochige Langchor mit 5/8 hat ungefähr die Breite des Mittelschiffs, ist aber höher als dieses. Das östliche Chorjoch ist gegenüber dem westlichen, über dem sich ein Dachreiter mit Spitzhelm erhebt, etwas eingezogen. Die Mauern des Chores werden von dreifach gestuften Strebepfeilern gestützt und im Chorschluss von hohen zweiteiligen Lanzettfenstern mit ursprünglichem Maßwerk und in den Chorjochen von dreiteiligen Lanzettfenstern durchbrochen. Nördlich des Chores ist die Sakristei angebaut. Das Gebäude ist eine zwischen 1140 und 1200 im hochromanischen Stil erbaute Pfeilerbasilika, die dank der geringen baulichen Veränderungen zu den bedeutenden romanischen Bauwerken in Europa gehört. Die langgestreckte Basilika hat eine doppeltürmige Westfassade, eine Empore, eine Krypta und drei Apsiden. Die mit 100 Säulen gestaltete Krypta ist der älteste Teil der Kirche. Im Jahr ihrer Weihe 1174 wurde das Grab der heiligen Hemma von Gurk dorthin verlegt. Die heutige Pfarr- und ehemalige Domkirche Mariä Himmelfahrt liegt am Ostrand der Ortschaft Gurk auf einer niedrigen Terrasse unweit des Flusses Gurk. Im wenig bebauten mittleren Gurktal sind die imposanten 60 Meter hohen Doppeltürme des Doms schon von weitem zu sehen. Baulich schließt sich das Stift Gurk an den Dom an, das bis 1792 das Domkapitel und danach mit Unterbrechungen verschiedene Orden beherbergte. Vorchristlicher Zeit stand an der Stelle des Doms ein Tempel der keltischen Pferdegöttin Epona.
Ein Steinquader mit dem eingemeißelten Namen wurde in den südwestlichen Pfeiler des Mittelschiffs des Doms eingefügt. Für die Römerzeit wird ein römischer Kultbau vermutet. Bei Ausgrabungen fand man 1926 das Fragment eines Altars. Der fränkische Kaiser Arnulf von Kärnten schenkte 898 dem schwäbischen Edlen Zwentibold, einem Vorfahren der Hämmer von Gurk, Güter im Gurk- und Metnitztal, darunter einen Hof in Gurk. Diese Besitztümer erbte Hämmer in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Sie ließ in Gurk die Johanneskirche erbauen, für die sie 1034 beim Salzburger Erzbischof Baldwin Pfarrrechte erwirkte. Sie stiftete im selben Jahr ein Nonnenkloster mit eigener Marienkirche. Das Frauenkloster in Gurk wurde schon im Jahr 1070 aufgelöst, nachdem der Erzbischof Gebhard von Papst Alexander II. Die Erlaubnis erhalten hatte, in Kärnten ein Bistum zu gründen. Der mit dem Kloster verbundene Besitz kam so in Salzburger Eigentum, und 1072 gründete der Erzbischof das Suffraganbistum Gurk, ein Bistum ohne eigene Diözese und ohne Domkapitel. Als erster Bischof wurde Günther von Krapfeld geweiht. Das ehemalige Diözesanmuseum Klagenfurt wurde 1917 von Bischof Adam Hefter gegründet und von Otto Reiner auf dem Grundstock der Sammlung Matthias Größer aufgebaut. Sein ursprünglicher Standort war die bischöfliche Residenz in Klagenfurt. Seit 2014 befindet es sich als Schatzkammer Gurk im historischen Propsthof des Stiftes Gurk. Die Sammlung umfasst sakrale Kunst von der Romanik bis zum Spätklassizismus. Zu den Höhepunkten zählen die um 1170 entstandene Magdalenenscheibe aus Weitensfels, die das früheste Beispiel der Glasmalerei in Österreich ist und Maria Magdalena darstellt, das Höllener Kruzifix, der älteste erhaltene Flügelaltar Kärntens von 1423 aus der Pfarrkirche Rangersdorf, sowie ein Fastentuch aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts aus der Kirche Maria Bichl. In Metnitz wurden gleich zwei großartige kulturelle Leistungen vollbracht. Der Freskenzyklus mit Spruchband auf dem Karner und ein Volksschauspiel, aufgeführt von Laienschauspielerinnen und Chören aus Metnitz vor dem Karner. Beide Darstellungsformen gehen auf das Mittelalter zurück und behandeln dasselbe Thema: die Gleichheit aller Menschen vor dem Tod, der weder Standes- noch Altersunterschiede kennt. Nur zu oft unerwartet und unerbittlich tritt der vor den Einzelnen und holt ihn gleichsam zum Tanz. Die Pfarrkirche Metnitz ist dem heiligen Leonhard geweiht. Berühmt ist die Kirche durch das Fresko des Metnitzer Totentanzes. Die Kirche steht südöstlich des Marktplatzes von Metnitz an der Kante zu einem Steilhang. Der Kirchhof ist im Osten, Süden und Westen von einer Wehrmauer mit Schießscharten umgeben. Der nördliche Teil der Mauer ist erneuert. Die gotische Kirche, über romanischem Mauerwerk errichtet,
besteht aus einem dreischiffigen Langhaus des 15. bis 16. Jahrhunderts, einem eingezogenen Chor mit 5/8 aus dem 14. Jahrhundert, einem barock umgestalteten Nordturm, einem spätbarocken Sakristeianbau zwischen Chor und Turm sowie einer Kapelle an der Südostecke des Langhauses aus derselben Zeit. Die Kirche wurde 1284 von Freiherr Otto I. von Liechtenstein gestiftet und von dessen Sohn Otto II. Weitergeführt und 1296 vom Bischof von Lavant geweiht. 1333 wurde sie zur Pfarrkirche erhoben. 1640 wurden in den zwei Winkeln zwischen Ostjoch der Seitenschiffe und den Querarmen Kapellen angebaut. Die bedeutende frühgotische Pfeilerbasilika mit einem Vierungsturm und Querarmen wurde einheitlich aus gelbem Tuffstein in langsamer Progression von Westen nach Osten erbaut. Das dreischiffige, vierjochige basilikale Langhaus hat ein hohes Mittelschiff mit Lichtgarden und Spitzbogenfenstern. Das Mittelschiff ist zu den Seitenschiffen mit Spitzbogenarkaden auf gedrungenen Achteckpfeilern geöffnet und verbunden. Das Langhaus hat Kreuzgratgewölbe, wobei die Joche mit Gurtrippen auf unterschiedlich geformten Konsolen getrennt sind. Die Kapellenanbauten an den beiden Ostjochen der Seitenschiffe zeigen sich in reicher Stuckzier und Malereien. Die um 2 Stufen höher gesetzte Vierung ist durch kräftige Gurtbögen mit einer aufgelegten, profilierten Rippe sowie durch Vierungspfeiler mit vorgelegten Dreiviertelkreisdiensten betont. Das Patroziniumsfest wird am 6. November, dem Leonhardi-Tag, begangen, an dem an den heiligen Leonhard erinnert wird. Die Kirche steht am Abhang des Schwarzenbergs über der Marktgemeinde, von wo aus man die geostete Kirche mit Nordturm, Befestigungsanlagen und mehreren mit Kapellen gesäumten Pilgerwegen, die in Form von Serpentinen auf den Berg führen, erkennen kann. Die Wallfahrtskirche steht unter Denkmalschutz. In 1421 sollen sich nahe der Stelle, an der die Kirche steht, mehrere Mirakel ereignet haben, die anfangs zum Bau einer Kapelle führten. In der Gründungslegende wird berichtet, dass eine Leonhard-Statue aus der Tamsweger Pfarrkirche verschwand und auf dem Schwarzenberg über dem Ort Tamsweg in einem Wacholderstrauch wieder auftauchte. Sie wurde geborgen, zurückgebracht und in eine eisenbeschlagene Holztruhe gesperrt. Von dort kehrte die Statue eines Nachts an ihren Fundort zurück, wo sie abermals auf einem Wacholderstrauch zwischen 2 Lärchen gefunden wurde, womit der heilige Ort angezeigt war. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrmals, worauf die damals verantwortlichen Personen beschlossen, die Statue auf dem Strauch zu belassen und eine Kapelle zu errichten. Noch heute steht die Leonhardi-Figur auf dem damals dann abgeschnittenen Stamm, auf dem sie 1421 aufgefunden worden war.
Die Neugestaltung des Mirabellgartens erfolgte in ihrer heutigen Form ab 1687 im Auftrag des Fürsterzbischofs Johann Ernst von Thun, wobei der Architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach die Leitung und die Gesamtgestaltung der Arbeiten innehatte. Die Anlage wurde in kleinen Teilen vor 1720 von Matthias Diesel und nach 1730 in größeren Teilen vom Architekten und Hofgarteninspektor Franz Anton Dannreiter teilweise verändert. Die barocken Skulpturen blieben dabei im Wesentlichen stets erhalten. Im Jahr 488 begann am selben Ort der Niedergang der römischen Stadt Iuvavum. Salzburg wurde 696 als Bischofssitz neu gegründet und 798 zum Sitz des Erzbischofs. Die Haupteinnahmequellen Salzburgs bildeten Salzgewinnung und Handel sowie zeitweise der Goldbergbau. Als bekanntester Salzburger gilt der 1756 hier geborene Komponist Wolfgang Amadeus Mozart, weshalb die Stadt den Beinamen Mozartstadt und der Flughafen den Namen Salzburg Airport W.A. Mozart trägt. Das historische Zentrum der Stadt steht seit 1996 auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Schon Fürsterzbischof Paris von Lodron plante die Errichtung dieser eigenen römisch-katholischen Salzburger Universitätskirche auf dem Grund des ehemaligen Frauengartens. Es sollte noch mehr als 70 Jahre dauern, bis die neue Kirche vom Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach fertiggestellt und 1707 zu Ehren der unbefleckten Jungfrau Maria eingeweiht wurde. Bis zum Bau der Kollegienkirche diente die große Aula der Universität nicht nur als Theatersaal, sondern gemeinsam mit dem kleinen Sakellum auch als sakraler Raum für die Gottesdienste der Universität. Die römisch-katholische Franziskanerkirche ist eine der ältesten Kirchen in der Altstadt von Salzburg und gehört zum Franziskanerkloster. Sie steht im Raum zwischen der Franziskanergasse im Süden und der Sigmund-Hafner-Gasse im Westen. Die Franziskanerkirche besteht aus zwei Teilen, der ursprünglichen romanischen Langhausbasilika mit ihrem Kreuzrippengewölbe und daran anschließend in der gleichen Breite wie das Langhaus einem feingliedrigen spätgotischen Chor mit Sternrippengewölbe. Die Stiftskirche wurde von Abt Balderich in den Jahren 1130 bis 1143 an der Stelle einer zerstörten ersten Klosterkirche der Zeit um 1000 bzw. noch älterer Vorläuferbauten, vermutlich unter Verwendung eines karolingischen Kirchturmunterbaus aus dem 9. Jahrhundert, errichtet. Die Kirche ist eine im Kern romanische Basilika, welche im Zuge von barocken Umgestaltungen ein Querschiff, einen Chor und eine Kuppel erhielt. In der Nord- und Südmauer befanden sich ursprünglich offene Arkaden aus vermutlich spätrömischer Zeit. In
In den Jahren 1605 und 1606 wurden im Auftrag von Abt Martin Hattinger die drei Apsiden im Osten der Kirche abgerissen und der Innenraum neu gestaltet. Unter Abt Joachim Buchauer wurde 1619 bis 1620 die Kirche neu eingewölbt und 1622 die frühbarocke Vierungskuppel errichtet. Diese hohe achteckige Tamburkuppel ließ Abt Beda Seeauer 1757 durch Eckpilaster gliedern und mit Tamburfenstern sowie einer Turmhaube versehen. Der Friedhof St. Peter ist mit höchster Wahrscheinlichkeit gleich alt wie das Kloster St. Peter selbst und geht auf die Zeit um das Jahr 700 zurück. Aber schon in der Zeit der Völkerwanderung gab es einen Friedhof an diesem Ort. Zuerst war der Friedhof nur für Klosterangehörige bestimmt. Ein erster urkundlicher Nachweis ist die Verleihung des Begräbnisrechtes vom 22. März 1139 durch Erzbischof Konrad I. von Abensberg. Der Friedhof war damals vermutlich kleiner als heute oder besaß eine andere Form, da im Raum zwischen der Kreuzkapelle und der Stiftskirche damals das Kloster St. Peter stand. Die Festung Hohensalzburg ist das Wahrzeichen der Stadt. Sie liegt auf einem Stadtberg oberhalb der Stadt, dem Festungsberg, der sich nach Nordwesten in den Mönchsberg fortsetzt. Der Ausläufer im Osten des Festungsberges heißt Nonnberg, auf dem sich direkt unter den östlichen Außenanlagen der Festung, den Nonnbergbasteien, das Benediktinerfrauenstift Nonnberg befindet. Die Festung Hohensalzburg ist mit über 7000 Quadratmetern bebauter Fläche eine der größten Burgen Europas. Sie ist Europas größte Burganlage, die ins 11. Jahrhundert zurückreicht. Sie ist die größte vollständig erhaltene Burg Mitteleuropas und mit jährlich über 1 Million Besuchern die am häufigsten besuchte Sehenswürdigkeit Österreichs außerhalb Wiens. Die Fürstenzimmer im dritten Stock bestehen aus Fürstensaal oder Goldener Saal sowie der Goldenen Stube, bestehend aus 2 Räumen. Ihre Ausstattung ist original und seit 1501 unverändert. Die Kassettendecken wurden in Lapislazuli-Blau, Azur oder Königsblau gefasst, die Noppen sind vergoldet. Dies ergibt eine künstlerische Nachahmung des Nachthimmels. Der Kachelofen in der Goldenen Stube ist mit vielen repräsentativen Emailfeldern oder sonst einzigartigen Details ausgestattet, so zum Beispiel dem Wappen von Salzburg und von Fürsterzbischof Leonhard von Kreutschach, die Anbetung durch die Heiligen Drei Könige, der lange Hans, die übernatürlich gestreckte Figur eines Jünglings, gekleidet in der Mode des Hochmittelalters, sowie die Löwenfüße unter dem Sockel. Im goldenen Saal stehen 4 mächtige, gedrehte Säulen aus Adnetter Marmor und die Decke wird von einem einzigen Trambalken mit einer Spannweite von mehr als 20 Metern getragen.